Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Part des Prince of Persia 2008 DLCs, genannt Epilog. Hier ist euer Oliver311, ich begrüße euch zurück zu diesem Let's Play und es ist mir natürlich wie immer eine Freude, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir machen weiter. Wir haben im letzten Part hier in den Gärten aufgehört, haben nochmal, ich glaube es war Elikas Vater, besiegt und haben dafür auch einen netten Erfolg gekriegt und dafür würde ich jetzt mal sagen, quatschen wir mal Elika kurz an. Hey, ich hätte auch das Angebot der Konkubine annehmen können. Oder des Alchemisten. Ich hab das jedoch nicht gewollt. Ich weiß, ihr habt viel durchgemacht. Aber das ist auch nicht gerade mein bester Tag. Ja, so sieht's aus. Ihr wollt einfach nicht sehen, was direkt vor eurer Nase ist. Feilschen ist ein Zeichen der Verzweiflung. Diese Hügel scheinen uns von Arimans Macht wegzuführen. Er will uns erreichen, bevor wir ihm entkommen. Ihr habt es selbst gesagt, er ist noch schwach. Und je weiter wir von ihm wegkommen, desto schwächer ist sein Einfluss. Bis er wieder stärker wird. Aber wir gewinnen Zeit. Na gut. Hoffentlich gibt es hier einen Ausgang. Dann gucken wir mal, ob es hier einen Ausgang gibt. Dafür sagt uns am besten Elika mal, wo wir lang müssen. Das hat mir jetzt nicht so wirklich geholfen. Wohin nun? Hä? Von da kommen wir doch. Moment, halt, stopp. Jetzt lasst mich mal ganz kurz meine Verwirrung überwinden. Ich ist nämlich schon wieder 2 Tage her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Von daher, ich würde wirklich sagen, wir müssen da lang. Habt ihr eine Ahnung, wohin wir müssen? Ja, okay, jetzt funktioniert der Radar auch wieder. Gott sei Dank gibt es sowas. Mal unten irgendwas? Hey, boah, Kamera. Bist schon Arsch manchmal. So. Lass mich hier nochmal schnell gucken. Kann ja sein, dass hier noch so ein Porträt ist. Jetzt habe ich den Namen dieser Porträts vergessen. Verdammt! Das passiert, wenn man ein paar Tage lang nicht aufnimmt. So viel zum Thema übrigens. Ich schaffe das in einer Aufnahmesession. Naja, natürlich nicht. War ja klar, dass die Festplatte vorher voll ist. Ja, das ist das Problem. Meine Festplatte hält bloß 1,5 Stunden, dann ist die voll. Ich brauche echt mal eine neue. Wir müssen die Platten nutzen. Stellt euch jetzt mal vor, ich wollte sagen, halten wir Händchen und hoffen. Und jetzt stellt euch mal vor, ich würde ein Full HD aufnehmen, Alter. Wenn der Tempel nicht mehr existiert, so warum funktionieren die Platten? Wer weiß. Es könnte einen Tempel in einem Gebiet geben, das wir noch nicht gesehen haben. Ihr wollt es nicht wahrhaben. Ihr seid der Grund, nicht der Ort. Ihr habt diese Macht. Ihr habt alles riskiert, um dieses Land zu retten. Wollt ihr es nicht endlich sehen? Ja. Genau, ne? Elika war ja schon die ganze Zeit in ihrem scheiß Kabuff eingesperrt. Jetzt kommt die, jetzt holen wir sie mal da raus. So, ach, guck mal, die grüne Kraftplatte ist auch wieder da. Das ist doch schön. Die gab es ja jetzt auch schon lange nicht mehr zu sehen. Jedenfalls innerhalb dieses DLCs, ne? Macht auch Spaß. Ich finde da die grüne ist immer die, die mit am meisten Spaß macht. Die gelbe finde ich irgendwie frustig. Aber die grüne, die macht irgendwie viel. Die anderen beiden sind ja gleich wie Sau. Was halt hier noch ganz dazu kommt, ist ja diese andere Platte, Farbe. Wie waren die? Sahen die nochmal aus? Die mit dem Blitz drauf. Ach, scheiße. Gut, dass ihr das noch macht. Die macht ja auch viel. Das ist zwar einfach nur eine Kletterplatte im Prinzip, die uns mal schnell zum einen von einem Punkt tippt. Aber die lässt halt so schön Plattform erscheinen, ne? Das ist halt schön. So, aber jetzt hier mal wieder ein bisschen Konzentration, ein bisschen mehr aufs Spiel gerichtet legen. Sonst läuft das hier gar nicht mehr. Ich wollte das Let's Play nämlich von diesem Spiel auch langsam mal beenden. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie nervt mich Prince of Persia so langsam so ein bisschen. Es macht immer nur Spaß, versteht mich nicht falsch. Nein, nach rechts. Aber ich will es halt doch ganz langsam mal beenden, weil ich freue mich echt derbst momentan auf mein neues Let's Play. Was ich ja immer noch nicht sage, was es ist, aber ich habe ja schon recht viele Andeutungen gemacht. Von daher... Wer weiß, ob ihr es wisst? Ich weiß es noch nicht, ob ihr es wisst. Ich habe den Part nämlich noch nicht hochgeladen, indem ich die Andeutungen gemacht habe. Au! Apropos hochladen. Verdammt! Ich sollte heute noch ein paar hochladen. Das mache ich jetzt live in der Aufnahme. Starte ich jetzt live im Upload. Live in der Aufnahme. So, Chrome öffnen. Ja, ich lade das über Google Chrome hoch, weil der ist prädestiniert für Google-Hochladungen. Ich habe ihn nicht befreit. Du hast ihn nicht befreit. Ja, schieb's immer auf mich. Ist okay. Wir müssen zusammenarbeiten. Naja, währenddessen spiele ich hier noch mit ein bisschen mit dem Gamepad rum, ne? Ach Gott, welcher Part ist denn heute dran? Welcher 233 ist heute? Okay, Part 33 von Prince of Persia. Eigentlich ganz schön faul von mir, dass ich das mitten in der Aufnahme mache. Aber hey, das ist Professionalität. Pff. Wenn ich es jetzt nicht mache, denke ich nämlich gar nicht mehr dran, weil jetzt zocke ich erstmal wieder 1,5 Stunden und wenn ich das erst danach anfange hochzuladen, ne, dann ist aber die Kacke am Dampf, ne? Weil dann schaffe ich es uploadstechnisch nicht mehr, weil das dauert bei mir 2 Stunden.
Also ungefähr. Es dauert nicht ganz 2 Stunden. Es dauert vielleicht 1,5 Stunden. Wenn wir momentan Drecksleitung, so ein Part hochzuladen. Jetzt wisst ihr mal, was da auch an der Arbeit drin steckt für so ein Part, ne? Erstmal natürlich die Rennaufnahmezeit, dann muss es geschnitten und gerendert werden. Plane. Okay, das war eng, aber egal. Haben wir noch geschafft. Und das frisst halt alles Zeit, ne? Oh, das macht gerade Fetz hier, die Stille. Macht gerade Fetz. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht abgeschaltet, nur weil ich Part hochlade, ne? Wegen meiner Faulheit mal abschalten. Oh, ist das Wasser? War das Wasser da gerade? Keine Ahnung, ist, ob es nicht reinpasst. Aber ist schick. Ach komm. Jetzt dachte ich, jetzt könnte ich ihn auf cool machen und das so hinkriegen, aber nein. Das Spiel will nicht, dass ich einen auf cool mache, dass ich einen auf professionellen Let's Player hier abziehe. Das geht ja auch im Grunde nicht, ne? Dass ich hier eher noch professionell schiebe. Nee. Also das geht ja gar nicht. Entweder das oder das Spiel hat gerade abgeschaltet, als ich angefangen habe. Verdammt, das war jetzt meine Dummheit. Als ich angefangen habe, hier hochzuladen, ne? Wer weiß. Ich müsste eigentlich erstmal wieder einen Livestream machen, bei meinen ganzen spontanen Ideen, die ich manchmal so habe. Aber da passt einfach auch meine Internetleitung, wie gesagt, nicht. Ich krieg Ende der Sommerferien in unserem Bundesland kriege ich neues Internet. 16K oder sowas. Dann werde ich auch mal gucken, ob ich einen Livestream mache. Lust hätte ich auf jeden Fall drauf, weil das ist aber ganz praktisch. Dann musst du es nämlich nicht hochladen. Kannst es halt live machen. Ich werde mal gucken, wie da die Zeit ist und so weiter. Und dann erzähle ich jetzt. Ja, das ist tatsächlich Wasser. Dann werde ich mal gucken, wie ich das mache, ne? Aber mir wird persönlich wird's gefallen, Livestreams zu machen. Würdet ihr euch sowas angucken, könnt ihr mal einfach mal in die Kommentare hier schreiben. Ich weiß zwar nicht, in wie vielen Jahren dieses Video hier hochgeladen wird, aber ist egal. So, dalle. Machen wir mal weiter. Das war nicht der Weg, den ich gehen sollte. Ach, wo wir gerade bei Professionalität sind, ne? Das war das E-Mail-Programm. Ach, jemine. Wartet mal, ich muss das mal schnell ausmachen. Oh, ich habe einen Kommentar zu Let's Play Prince of Persia Part 32 bekommen gerade. Auch gut. 33 lade ich gerade hoch, 32 kriege ich gerade einen Kommentar. Ihr seid schon ein tolles Publikum, ne? So, E-Mail-Client habe ich ausgemacht. Hoffentlich ist der jetzt auch aus. Oh, ein Gegner? Ja, wäre gut. Hätte ich nichts gegen. Nee. Oh, hallo Krieger. Geht es dir so? Bin bereit. Ach, die Kombo bringt ja bei dem wenig, ne? Ja, das ist zu schwer. Verdammt. Versuchen wir mal an den Rand zu drängen. Der geht mir nämlich gerade fett auf den Sack. Aber der Kampf sollte nicht so lange dauern. Ich kenne ja den Jäger mittlerweile. Ah, verdammtes Gedöns-Tier. Also lange wie die Gegner ihre Fähigkeit nicht einsetzen, sind die ja noch relativ easy. Auch diese Fähigkeit ist ja an sich kein Hindernis für uns. Aber das ist halt immer nervig hier. Ich brauche euch. Und jetzt wieder Button gemaschen. Schade, dass er jetzt damit noch nicht tot ist. Dass halt jedes Mal nochmal der Jäger vorkommt. Ach. Frage mich, wann eigentlich mal andere Kombinationen kommen. Ah, Y, verdammt. Es gibt ja noch zwei weitere Gegner. Verdammt. Was mache ich denn hier? Von denen ich weiß, dass sie, glaube ich, auch noch kommen werden. Also es gibt noch zwei weitere Kombinationsmöglichkeiten mit den Gegnern. Wo ist jetzt das Vieh? Ach, da hinten bist du. Alter. Hier werdet ihr nicht fallen. Ich hab's Kontern verloren. Vergessen. Das gibt's doch nicht. Hey, Dicker. Der ist schwarz. Wär dir sehr verbunden, wenn du ihn mal diesen Weg runterschmeißen würdest. So. Und das Ganze nochmal. Ärgert mich natürlich, dass ich gerade das Quicktime-Event mit dem Jäger verpasst habe, sonst hätte ich den ganz gut tot gekriegt. Aber egal. Ach, jetzt macht der nicht ihn auf. Jetzt hier! Greif zu, lieber Prinz, und Edeka schmeißt ihn raus. Und x, und da war er weg. Oh, mein Handy-Akku ist fast leer. Die
Egal, was du versuchst, Ahriman, du wirst uns nicht stoppen. Zuerst bietest du mir Gold, dann willst du mich umbringen. Das verwirrt mich ein wenig. Dem stimme ich zu. Wir müssen zusammenarbeiten. Okay, machen wir mal weiter. Mich verwirrt es auch, aber mich verwirrt die ganze Story vom Epilog bisher. Aber ich finde es bisher eine ganz gute Zusammensetzung der Story. Ich meine, es ist sehr offen gehalten bisher. Ach komm, das war jetzt aber vielleicht unfair, ne? Wie viel nach rechts soll ich denn noch drücken, bis ganz der Anschlag? Mehr geht doch gar nicht. Ach, scheiße. So, machen wir weiter hier. Leichte Konzentration. Man muss es nicht übertreiben. Irgendwas ist hier gerade zugegangen. Ach, guck mal, da ist eine Röhre zugegangen. Das war doof. So, ist hier vielleicht noch irgendwo eine Zeichnung. Wie hieß denn die? Fresko. Ein Fresko, genau. Eine Freske von Ormast. Ah, ich habe bestimmt wieder hunderte von den Dingern verpasst. Egal. Nee, jetzt sag nicht, es kommt noch so ein scheiß Rätsel. Hoffentlich ist das kein Omen. Das muss das Mausoleum von Achämenes sein. König der Ahura, als die Stadt fiel. Er kam zurück, um die Stadt zu befreien. Und dafür haben sie ihn hier verbuddelt? Keine tolle Belohnung. Er schämte sich, in der Stadt begraben zu werden, weil er ihren ersten Sturz verantwortete. Er wurde im Stillen begraben. Pilger fanden seinen Sarg und bauten dies. Dann sollten wir hoffen, dass es ein Omen ist. Ahriman kann gestoppt werden. Aber Prinzessin, wenn ich im Dienst sterbe, äschert mich ein. Ich finde diese Mausoleen gruselig. Klare Aussage. Ne? Zwei Winden. Habt ihr die eigentlich gezüchtet? Probiert doch einfach, was sie bewirken. Ja, schon wieder ein Scheiterritzer. Mal sehen, ob die Winden noch funktionieren. So, wir haben auf jeden Fall eine Kraftplatte, habe ich gesehen. Bewegen wir das. Oh Gott, was macht das die denn? Die Wand schwenkt. Das muss doch irgendwo hinführen. Ja. Die Wand schwenkt. Mehr tut sie wirklich nicht. Okay, hoffe. Was macht das da oben? Egal, ich lasse es erstmal so. So, was macht das? Bei wem das passiert? Ach, guck mal, das macht es nach unten. Das könnte doch hilfreich sein. Helf mir bitte! Und was war das jetzt eigentlich schon wieder für Windows-Ton? Ey, ich habe gerade so eine Professionalität hier. Ist so schlimm. Im nächsten Part ist das dann besser, weil dann sind alle Programme, die irgendwie ja heuer mit dem Mausrad gerade angefangen. Sind dann alle Parts, alle Programme, die irgendwie stören können, sind dann geschlossen und dann ist gut. So, guck mal, das könnte klappen. Das sieht doch passend aus. So, na dann nehmen wir mal die Kraftplatte und los geht's, ne? Los geht's! Jupp. Ah, da haben wir wieder so eine neu geschaffene Platte. Gemeinsam! Ach, okay, ich hätte nach unten gemusst. Gut. Die Ringe bleiben ausgerichtet, das ist gut. Dann machen wir das einfach nochmal. Und diesmal wissen wir, wo wir lang müssen, von daher sollte es ja kein Problem sein. Ich finde die Mucke übrigens gut, die kommt, wenn man diese... hätte ich auch deutlich sehen können, die Kraftplatte unten im Grunde, ne? Aber so achte ich da drauf. Gar nicht. So, mal gucken. Ja, das läuft doch gut. Das läuft doch gut. Da hinten ist eine Freske. Aber keine Ahnung, wie ich da rankomme. Mal sehen, was diese Winden bewirken. Wir müssen weiter. Wie könnte man an dieses Fresko da hinten rankommen? Offenbar funktionieren alle eure Kräfte noch. Ich probiere erstmal aus, wo ich prinzipiell lande. Okay. Erstmal nirgendwo. Na dann mal los. Richten wir mal aus. Winde Nummer 1. Bei wem das passiert? Ah, okay. Das könnte mir schon mal zunutze sein. So. Das lassen wir mal so. Dann die nächste Winde. Windet sich. Wie eine Schlange im Nirgendwo. Bewegen wir das. Gut, das müsste doch schon reichen. Und Winde Nummer 3. Die macht bestimmt das hintere nach unten, ne? Was hätten wir? Ja. Too easy. Too easy for me. Bash. Nein. Falsche Taste. Nochmal ran, Herr Brinz, und nochmal zurück machen das Ding. So, ist besser. Gut.
Das sieht auf jeden Fall nach spannenden Klettereien aus, die wir uns im nächsten Part ansehen werden. Dann auf jeden Fall mit vielen weiteren technischen Schnitzern meinerseits. Und bis dahin sage ich Tschüss, euer Oliver301.